du mir sagen, wofür ich dich bitte. Seit 2x11 Jahren sorgt Hetzblatt nun bereits für beste Stimmung. Aus einer verrückten Idee wird eine Erfolgsstory, bei der die Hetzblätter nicht nur auf heimischen Bühnen ihr Publikum begeistern. Ja, es war im Jahr 1995, da hatten wir die Idee, die Zillertaler Schürzenjäger mal auf Kölsch zu machen. Haben uns dann einfach rote Tücher gekauft, weißes Hemdchen, nette Höschen dabei und letztendlich Hosenträger dabei und sind dann und sind dann auf Tour gegangen und hatten dann relativ schnell viele Auftritte und sind dann von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt getingelt und hatten dann sehr schnell viel Erfolg, der dann sich weiterhin nach oben gegeben hat, bis hin zur närrischen Hitparade dann im WDR-Fernsehen. Diesen Erfolg können sie bis heute fortsetzen. Gründungsmitglied Arnold Kowalski erinnert sich noch gut an die Auftritte beim WDR. 2002 hatten wir super Erfolg mit einem schönen Dach und 2008 folgte ja Nordisch Walkin. Es war eine tolle Erfahrung für uns, hat riesen Spaß gemacht und muss man sagen, wir hatten auch tolles Publikum dabei, die uns unterstützt haben. Und wir sagen nochmal Dankeschön an alle und ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Die Unterstützung des Publikums ist der Band auch für die kommenden Jahre gewiss. Dürfen sie sich doch immer noch über eine stetig wachsende Fangemeinde freuen. Wir gratulieren Hetzblatt ganz herzlich zum Jubiläum. Ja, liebes Hetzblatt, wir wünschen euch alles Gute zum 22. 2x11. Alles Gute, stoßt mal drauf an. Prost. Prost. Alles Gute zum Jubiläum. Wir zusammen. Wie es sich für ein solches Jubiläum gehört, gibt es natürlich einen neuen Hit, der auch gleichzeitig das Motto für die kommende Session ist. Unser Motto für dieses Jahr ist Hooray, Hooray und Yektobay. Und wenn ihr noch ein richtig gutes Motto sucht, dann nehmt doch einfach den neuen Hetzblatt-Song Hooray, Hooray und Yektobay. Könnt ihr überall downloaden und habt ein perfektes Motto für die nächste Session. Viel Spaß damit. Okay, und wer noch mehr von uns hören will, kann das mit dieser CD tun. Kauft sie euch bei www.hetzblatt.de oder sonst auch da, wo es CDs gibt. Zur neuen CD gibt es auch eine absolute Premiere für die sechs Musiker. Zum ersten Mal in ihrer Bandgeschichte haben sie ein Musikvideo produziert, in das wir einmal reinschauen wollen. Liebe Hetzblätter, auch von uns alles Gute für die nächsten 22 Jahre.